Warum musste Jesus sterben? Diese Frage stellt sich, denn er hätte seinen Tod am Kreuz verhindern können. Er sagte nämlich zu Petrus bei seiner Verhaftung, stecke dein Schwert ein. Oder meinst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Jesus bat seinen Vater aber nicht, denn wie würden dann die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Gott hatte im Alten Testament nämlich schon angekündigt, dass Jesus bei seinem ersten Kommen nicht auf die Erde kam, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das verstanden die Menschen aber damals nicht, sondern sie hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus musste also sterben, denn dadurch, sagt Gott, wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Jesus starb für deine Sünden. Nimmst du ihn als deinen Retter an?